Wie funktioniert Neukundengewinnung, also sowohl im Strukturvertrieb als auch als Makler? Das Übliche, du vertickst Versicherungen an Freunde, Bekannte und Familie. Genau, also eher im Strukturvertrieb ist es halt, als Handelsvertreter wird dir das halt vorgegeben, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Und klassischerweise ist es halt so, du hast irgendwelche Listen, die dann vielleicht aus dem näheren Umfeld kommen, die schreibst du selber irgendwo auf und die akquirierst du dann. Und dann wird natürlich immer gesagt, ja, irgendwann musst du mit Empfehlungen klarkommen, das wird von vornherein gemacht. Ob das immer so funktioniert und dann jeder auch so umsetzen kann, ist die andere Frage. Und wenn du wirklich Unternehmer bist, kannst du alles machen, was du willst. Du kannst Online-Werbung schalten, du kannst Print-Werbung machen, du kannst dir Anfragen einkaufen von anderen Unternehmen, also da kannst du dir ausdenken, was du möchtest und darfst auch einfach alles machen. Auch wenn du vor allem organisches Marketing machst, was ja sowieso am heftigsten ist, wenn du jetzt immer Werbeanzeigen schalten willst, auch da musst du dich ja wieder an die Richtlinien halten und Weisungen, die dir der echte Unternehmer hat. Du kannst auch in Netzwerke gehen vor Ort, ne? irgendwelche Business-Clubs, sonst was. Kannst da aktiv sein, du kannst wirklich als Unternehmer selber entscheiden, woher kriege ich meine Kunden, wer sind meine Kunden. Deine eigene Marke, was ja auch so ein Ding ist. Ja, ist auch so ein Thema, was ich immer wieder höre, entweder man kennt einen Vertrieb nicht oder man googelt und sieht was Schlechtes. Ja. Ne? Das ist ja auch so das Thema, andere haben dann diesen Namen oder diese Marke schon versaut. Ja. Das hast du halt als Unternehmer dann in der Maklerschaft selber im Griff einfach. Ne? Wo andere es versaut haben und du dann drunter leiden musst, obwohl du gar nichts dafür kannst. Ja, weil das ist das Übliche, das wird jeder hier kennen, der hier zuhört. Nicht mal die bei unserem Finanzvertrieb, sondern auch bei anderen. So viel, die im Internet darüber steht und du dann sagst, ich kann nichts dafür, dass da solche Dummies... Du machst einen guten Job, aber irgendwo auf der anderen Seite von Deutschland hat irgendjemand mal Mist gemacht und das steht im Internet. Aber das Interessante ist ja, dass die sich dann damit abfinden, weil sie glauben, ja, ist halt so, ne? Da muss ich mit leben. Ja. Nee, musst du nicht. Ja. Also Quatsch. Ja. Ich lerne auch immer wieder Strukturvertriebler kennen, die sich nicht zu erkennen geben möchten, dass sie überhaupt im Strukturvertrieb sind oder dann für welchen Unternehmen sie tätig sind. Also durch die Erfahrung hörst du dann schon raus, okay, das muss Strukturvertrieb sein und wenn du dann fragst, welcher ist das? Ich bin Investment-Spezialist oder dann wird halt drumherum geredet, was die machen. Also da wird nicht gesagt, ich bin bei Vertrieb XY, da wird gesagt, ich mache hier für private Haushalte Unternehmensberatung und keine Ahnung, was für ein Zeug. Ja. Aber da sagt keiner, wo es unangenehm ist. Sie wissen selber, also es ist denen unangenehm, ist nichts, worauf sie wahrscheinlich stolz sind. Ja. Und das ist auch sowas, das hast du vielleicht auch damals wahrgenommen bei euch im Office. Die Leute glauben ja, du bist selbstständig. Habe ich früher auch selber gedacht, dass ich es war, Und du legst die auf Termin und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben schon immer sehr darauf geachtet, dass sie halt uns kaufen, auch wenn das vom Vertrieb meist nicht gewollt war. Die wollten immer natürlich, dass man diese Bindung zum Vertrieb aufbaut. Ist ja auch logisch für einen Vertrieb, dass wenn du mal weggehst, dass sie dann immer haben wir aber immer nie gemacht. Wir haben die immer auf uns gepolt. Die Folge dessen war aber immer, wenn die zu uns ins Office gekommen sind und dann da überall die Logos waren an den Fenstern und Banner und sonst was, dann haben wir also erst mal, ich dachte, du bist selbstständig. Das war eine Plattform, die wir nutzen. Genau, das war bei uns auch der Fall, als wir dann gesagt haben, wir gründen jetzt das Unternehmen. Da haben wir dann auch von den ganzen Kunden das Feedback bekommen, ach, jetzt seid ihr so richtig selbstständig, also richtige Unternehmer, echt. Nicht die Pseudo wie vorher. Ja, genau. Das kam von ganz vielen,